Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir starten heute mal wieder aus dem Auto. Haben wir lange nicht gemacht, ne? Ja, stimmt. Wir sind auf dem Weg nach Paderborn. So, aber als allererstes, weil einige, ich sag jetzt mal vorsichtig, enttäuscht waren, dass letzten Montag die ersten beiden Farben unserer Color-Reihe, Kollektion, so schnell vergriffen waren. Diesen Montag, 10 Uhr, kommt unter anderem dieser Light Blue farbene Pulli. Jeder, der einen haben will, denkt dran, 10 Uhr, schnell sein, gibt nur 100 Stück und so weiter. Werden wir auch so beibehalten, dass es definitiv nur 100 gibt, weil dafür gibt es ja 10 Farben. So sollte eigentlich am Ende jeder einen bekommen. So, was machen wir in Paderborn? Wird extrem cool. Ich kann so viel schon mal sagen, es wird kein kurzes Video. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten das auf jeden Fall werden, weil es war ein bisschen Überzeugungsarbeit. Wir dürfen aber zu dem Thorsten Middendorf fahren. Ich kann das Wort aber nicht aussprechen. Adrenalin-Tuning. Hat jeder bestimmt ein Wort, was er nicht aussprechen kann. Ne? Mhm. Adrenalin-Tuning. Da fahren wir hin. Jetzt kommt's. Europas schnellster frontangetriebener Golf. Falsch formuliert, krasser. Europas schnellstes frontangetriebenes Auto auf der Viertelmeile. Da gehört schon was zu, ne? So, Bestzeit 8 Sekunden, 8,2 Sekunden auf, ich glaube, knapp 280 km/h. So, das heißt, wir reden hier eigentlich von einer Zeit, wo so das eine oder andere Allradauto wirklich lange für gebraucht hat, ne? Und das mit einem frontangetriebenen Auto. So, was ich bei Thorsten aber so feier, etliche Sachen, nur ein paar Sachen jetzt vorab. Also A, das Auto, legendär, gibt es seit eh und je, ich würde sagen mindestens 10 Jahre, mindestens. Dann ist Thorsten noch so ein richtiger, vorsichtig formuliert, nicht negativ, Bastler. Das heißt, er und sein Papa bauen fast alles selber. Die waren die allerersten, die das DSG-Getriebe, ich sag jetzt mal, gecrackt haben. Das heißt, die haben die Steuerung von dem DQ250 so selber angepasst, dass man sie mit ihrem Motor kombinieren konnte. Krass. So, und das vor, keine Ahnung, gefühlt würde ich sagen, 8 Jahren schon oder so. Also wirklich schon ganz, ganz, ganz lange. Ja, und haufenweise Zeug. Die gießen selber. Wir haben zum Beispiel in unserem Oma-Golf, das ist eine Ansaugbrücke von Thorsten drin, da gießen die Unterteile selber. Das klingt jetzt so, als wenn da uns da gleich eine riesen Gießerei erwartet. Ist aber nicht so. Sondern die wirklich, ich freue mich drauf, wirklich oftmals nachgefragt. Ja, jetzt muss man dazu sagen, Paderborn ist, was Tuning angeht, eigentlich früher die absolute Hochburg gewesen. Mhm. So, also hier in Paderborn, was Leistung angeht, hat gefühlt jedes Auto 1000 PS gehabt. Krass. Das ist wirklich kein Spaß. Es gibt so viele Autos. Martin mit seinem Kadett. Kadett E, über 1000 PS. Dann Marcel, BMW E30, 1200 PS. Boba, Golf 2, über 1000 PS. V16 Vampir, Golf, die Ritterbrüder, auch über 1000 PS. Thorsten mit dem Golf 1, mittlerweile glaube ich auch über 1000 PS oder knapp drunter. Frontantrieb, der braucht immer nicht so viel Leistung. Und dann gibt es auch noch, gab es den Matthias Bold, der hatte damals einen Colt. Passt. Auch mit über 1000 PS. Krass.
krass, ey. Also gefühlt war, konntest du dich, also gefühlt hätte man vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren mit unserem Bus hier gar nicht nach Paderborn reinfahren dürfen, weil da ist eine Schranke, die geht erst auf ab 1000 PS. Ja, ja, man hat auch immer die Paderborner Jungs im Internet gesagt, YouTube ist voll, also wirklich der alten Schule, schon auch früh dabei mit YouTube-Videos, wie sie auch auf Viertelmeile gefahren sind. Ich weiß noch, die Paderborner Jungs sind früher mal in Bitburg gefahren, Bitburg gibt es aber leider nicht mehr. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir jetzt hier sind, dass wir dort filmen dürfen und wir gucken uns einfach mal an, was Thorsten da so treibt. So, Thorsten, erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt hier heute filmen dürfen. Ja, kein Problem. Ich habe schon gesagt, war ich habe ja schon immer so ein paar Mal immer wieder nachgefragt, weil ich auch gesagt hatte, so ein bisschen Paderborner waren immer, ich will jetzt nicht sagen verschlossen, aber schon so, war halt immer die stärkste Stadt so ungefähr, ne? Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir heute hier sind und mal ein bisschen dein Reich hier zeigen dürfen. Ja, gerne. Du hast auch mit Papa immer viel gemacht, ne? Ja, der ist auch immer noch sehr aktiv hier. Ja. Ja, ich habe schon gedacht, ob er vielleicht heute hier im Ofen steht und nee, eine Ansaugbrücke gießt. Aber nee, er wollte heute nicht. So, wir machen erstmal so ein paar Fakten. Wir fangen mal mit dem Golf an. Ich habe schon gesagt, 8,2 Sekunden, knapp 280 km/h, Frontantrieb, Europas schnellstes frontantriebenes Auto auf der Viertelmeile. Schon mal eine Ansage, ne? Das ist krass, ja. Kann man schon mal mitarbeiten. Vor allem, ich habe schon gesagt, 8.2 als Frontantrieb, wo andere Autos ja wirklich lange brauchen, um eine 8.2 als Allrad zu fahren. Ne? Ja, ja, so, ist ne? Immer noch so, dass es eigentlich... Das ist schon wirklich heftig. Die 8.2 war, wann war das? 2018? War ein bisschen gefahren? Ja, das 2018, war 2018. Ja, 2018. Und du betreibst das Ganze aber wahrscheinlich auch schon etliche Jahre. Ja, angefangen 2000... Also das Auto habe ich angefangen 2007. 2007, ne? Also... Mit der Selbstständigkeit kam quasi das Auto. Das Auto, ne? Ja, und dann war vorbei mit der Freizeit. Ja. Falschen Freundeskreis, ne? Und dann ging es los. Das ist genau ein Punkt, den ich immer wieder sage. Ich sage, wenn man so zum Vollblutschrauber wird, dann liegt das meistens am Freundeskreis. Man braucht immer so 3-4 Leute, die sich gegenseitig pushen. Bau mal das ein, bau mal dies, bau mal jenes. Ja. Hier 1000 PS, da 1000 PS und so stechen sich das dann hoch. Ne? Ja. Wie fing das Ganze an? Logischerweise Golf 1, Frontantrieb. Ja. War ja vorher erst ein anderer Motor drin, ne? Ja, das ist ein bisschen Entwicklung durchgegangen, ja. War ein G60, wir haben angefangen mit G60. Mhm. Dann ist der erste G-Lader beim Abstimmen hochgegangen. Mhm. Dann war mir G-Lader zu teuer, dann wurde es ein Kompressor von einem Mercedes SLK. Mhm. Der hatte dann zu wenig Luftmasse. Mhm. Dann kam ein zweiter drauf. Bikompressor, ja. Genau, das war dann ein Bikompressor, war irre laut. Fuhr nicht schlecht, aber hat halt Riemen gefressen wie verrückt. Also ein Lauf, ein Riemen so ungefähr. Habe ich nicht in den Griff gekriegt. Und dann hat er mir einmal das Plauik rumgehauen. Und dann war die Entscheidung da, ja, was anderes machen, Turbo. Und dann Seat Leon 1.8T Schlachter gekauft. 1.8T rein, GT30 drauf und weiter geht's. Also ich finde es halt krass, das ist so... Ähnlich wie von Boba und 16V Vampir, das ist auch so ein Auto, was für alle, die so mit Leistung sich beschäftigt haben, immer, ich sag mal so wie so eine Art Vorbildauto war, ne? Schon so eins der bekanntesten Autos immer. Ja. So, und ich feiere das halt, dass es das Auto bis heute so gibt. Ne? Jetzt mittlerweile 16V. Genau. War aber erst 8V und dann 1.8T. Genau, 20V dann. Ja. Zwischenzeitlich hattest du ja, glaube ich, auch mal überlegt, wieder auf 8V zu gehen, ne? Nach dem 20V-Step. So ja, bisschen. Ja, genau. Da gab's Ideen mit einem 8-Ventiler, weil die Brasilianer auch sehr stark unterwegs sind, auch mit einem 8-Ventiler, weil es mich auch einfach oft reizt, was zu machen, was andere nicht machen. Ne? Das ist so. Deswegen kamen auch so Bikompressor-Geschichten und so. Das, so. Das heißt, man sucht sich so dann seine Lücken, die es halt einfach geil machen. Ne? Ja, ja. Und du sagst Brasilianer, das war noch ein Punkt. Es gibt ja auch wirklich auf der Viertelmeile nicht mehr viele Frontantriebautos, die wirklich schneller sind, ne? Ja, weltweit gibt es schon noch eine ganze Menge mehr, ne? Ja, die Amerikaner, da kommst du gar nicht hinterher. Mhm. Die Hondas sind einfach eine Macht. Ja, und im VW-Bereich ist Brasilien, ne? Mhm. Die fahren auch Tiefe 7 mit VW Gol, heißt da ein Golf. Mhm. Das ist dann so, sieht eher aus wie ein Polo. Mhm.
Muss man sich mal angucken. Ja, stimmt, die Hondas, also ja, in Amerika, die sind natürlich... Aber die haben halt auch andere Strecken, ne? Ja, das ist natürlich, was wir hier in Europa... Eine Sache, die wir bei Marius ständig haben, die Frage, wie oft wurdest du bereits gefragt, ob du nicht auf Allrad baumelst? War das hier auch so, dass die Leute ständig so dachten, irgendwann baut er auf Allrad, oder? Ja, also bis ich 8 gefahren bin, also bis ich das erste Mal 8 gefahren bin, wurde ich gefragt. Danach kam keine Frage mehr. Ruhe, ne? Ja, ja. Ja. Weil ich hing auch, ich glaube, 2 Jahre hintereinander oder 3 bin ich halt 9-0 gefahren und kam nicht weg nicht davon. Und musste dann mehrere Leistungsstufen erst drauflegen, bis ich dann endlich mal diese 8 geknackt habe. Denkst du, dass Frontantrieb für dieses Auto aktuell noch, ich sag jetzt mal, ein Nachteil ist? Oder wäre es von Vorteil, ein Allrad zu bauen? Also würde das Auto sofort viel, viel schneller werden? Oder würdest du so viel Gewicht reinschmeißen am Ende mit dem Allrad, dass es auch erstmal wieder ein langer Weg wäre, auf diese 8.2 wieder überhaupt erstmal zu kommen? Nee, also definitiv ist das Auto mit Frontantrieb schneller. Mhm. Das sieht man halt an der 60-Fuß-Zeit, ne? Mhm. Das Auto fährt immer noch fast jedem Allrad 60 Fuß mäßig um die Ohren. Mhm. Also jetzt müssen wir kurz ausschweifen, weil wir haben nicht ganz so viele Viertelmeile Zuschauer. 60 Fuß heißt die ersten 18 Meter. Ja, das ist quasi die Traktionszeit. Also das zeigt, wie viel Auto das Traktion... Also wie der aus dem Stand einfach losspringt. Ja, genau, so, ne? Wie viel Traktion es hat. Und das ist halt auch so die Zeit, die ja fast bei den Viertelmeile Jungs immer so... Am entscheidendsten dann irgendwann ist. Ja, das guckst du als erstes auf dem Timeslip. Ne? Echt? Echt? Das heißt, wenn du einen Timeslip hast, du wirklich als erstes? Also ich gucke als erstes, ja. Krass, cool. Danach siehst du halt, ob noch Potenzial ist oder nicht. Mein Rekord ist da eine 1.31. Mhm. Das ist echt brutal. Und um das jetzt in Relation zu setzen, Paul mit dem GTR zum Beispiel, der wird eh nicht gefahren sein bisher nur, ne? Ja. Oder? Ich glaube nicht, dass er schon unter, dass er 1.2 hatte. Nein. Hat auch eher so, ne? Gehabt, ja. Und da sieht man da Allrad mit den Riesenslicks, ne? Du kennst das Auto ja, René. Mhm. So, da sieht man mal, wie dann selbst ein Frontantriebauto doch noch nach vorne springen kann. Ja. So, weil es sagen alle immer, ist egal, deswegen ist das so interessant jetzt. Wir haben das ja bei Marius Golf oder beim Oma Golf auch immer, alle sagen immer, mach Allrad. Aber wenn ein Frontantrieb vernünftig fährt, dann ist der ja auch richtig schnell. Ja. Es ist jetzt nie so dieser Effekt, das Ding bläst sich auf und springt so weg. Das hast du natürlich nicht. Aber die fahren halt... Ja, es sieht halt nicht ganz so spektakulär aus. Genau. Das ist einfach, ne? Und was würdest du sagen, woran liegt das, dass dieses Auto so schnell ist? Natürlich an dem Gesamtkonzept, das keine ist, Frage, das harmoniert halt einfach alles perfekt. Ja, das ist relativ witzig, weil ich weiß das bis heute nicht. Das Auto okay, war, ist ja gut. Das Auto war von Sekunde 1 an, wo es ein bisschen mehr Leistung gekriegt hat, das lief schon mit dem B-Kompressor lief das schon die 1,6er 60 Fuß und das war schon so, wie geht das? Ja, ja. Und das ist irgendwie immer dabei geblieben. Also ich kann es mir so wirklich nicht erklären, so 100% da. Er muss wahrscheinlich irgendwie, genau, ja, vielleicht dadurch, dass der Motor ja auch so einen Tuck vor der Achse liegt, dass der sich irgendwie so ein bisschen nochmal Druck auf die Achse macht. Das kann sein, muss aber nicht. Aber weil es gibt ja noch andere Golf 1, die nicht so... Du bist ja auch ganz lange mit, in Anführungsstrichen, noch wenig Leistung für die Viertelmeile gefahren, ne? Ja, sehr lange, ja. Weil das war immer so um die 700 PS oder so in dem Dreh, bist du dann lange gefahren, ja, ne? Ja, genau. Die 8.2 war dann schon mit dem großen Lader? Nee, das war mit einem 42er, kleinen Lader. Ja, genau, mit dem G42 war das. Ja. Ein kleiner Lader, der ist dann halt 2 cm kleiner. Nee, schon, der ist schon ein Unterschied, ja. Das ist schon ganz schön... Zwei Größen kleiner, ne? Also. Und wie... warum jetzt noch größer? Weil jeder Frontantriebfahrer würde jetzt denken, das Ding hat eh genug Leistung, dass er einfach nur durchdreht. Aber ist es schon so, dass das Ding oben raus dann tatsächlich noch mehr Leistung vertragen kann? Ja, definitiv. Also aber auch nur, wenn du auf den richtigen Strecken unterwegs bist. Ne? Mhm. Also wenn du in Hockenheim den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann geht sowas, dann kannst du das auch vollfahren. Sonst nicht. Ansonsten fährst du das nur in Santa Pol. Das heißt, das muss ja für dich als Fahrer, müssen das dann so Momente sein, wo du auch das allererste Mal dann immer so eine Beschleunigung spürst, so ungefähr, ne? Ja, das stelle ich mir bei Frontantrieb irgendwie krasser vor als bei Allrad, weil wenn dann auf einmal Traktion da ist, geht das Ding halt richtig dann. Ja, du erschreckst dich schon. Das ist so, schon. Und nochmal in Relation, wenn du überlegst, wie lange wir für 300 auf der halben Meile gebraucht haben, ne? Das sind 2,80 auf der Viertel, auf der Hälfte, ne? Ja. Das ist dann schon saftig. Wie weit würde das Getriebe theoretisch gehen? Boah. Lange, ne? Ja, weil du so hoch drehst wahrscheinlich ist, auch. Ja. Das ist, es müsste 320 oder sowas, müsste das laufen jetzt. Da ist noch Luft. Ja. Gewicht von dem Auto ungefähr?
Ja, irgendwie müsste mittlerweile mit dem Setup knapp unter 800 sein. War schon mal leichter, ja. Um die 800. Ja, so ein Lader wiegt halt einfach auch mal knapp nicht ganz 30 Kilo, ne? Also das ist nicht zu verachten. Boah. Das heißt, Leistungsziel, so wie jetzt das Ding hier steht, wahrscheinlich auch irgendwas 1200? Oder? Ja, also Traum ist wirklich mal 1200 zu fahren. Ja. Also wie ich denke, dass ich bei der 8.2 müssen so, wegen der Topspeed, man kann an der Topspeed eigentlich relativ gut lesen oder rauslesen, wie viel Leistung das Ganze gehabt haben muss. Und ich schätze, das waren so 1150, so, wenn es hochkommt. Kann auch 1100 gewesen sein. So. Das heißt, man kann schon wirklich sagen, je nachdem, welche Speed am Ende da steht, so viel Leistung muss es halt einfach passend im Gewicht sein. Ja, also ist schon so. Okay, krass. Und Steuergerät ist ein KMS hier drin. Genau. Könnt ihr das gangabhängig abstimmen oder ist ja jeder Gang gleiche Leistung? Nee, ist gangabhängig abgestimmt. Ist immerhin schon gangabhängig abgestimmt. Okay. So, jetzt überlege ich, wo wir an dem Fahrzeug weitermachen. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, es dauert ein bisschen länger heute alles hier. Weil, also ich weiß, am meisten habe ich euch kennengelernt wegen dieser DSG-Sache. Mhm. So, weil ihr wart ja schon so die Ersten, die dieses DSG extern von einem normalen Auto zum Laufen bekommen haben, oder nicht? Ja, es gab ja damals den BTS Racing. Der hatte glaube ich, einen Golf 5 komplett in den Golf 2 reingesteckt, quasi. Mhm. Der ist der Erste gewesen, der dann damit auch eine 9 gefahren ist. Mit Golf 5 Steuergerät oder mit einem anderen Steuergerät? Ich glaube komplett Golf 5. Ja, deswegen. Also das war wirklich nur ein anderes Chassis, ne? Also wirklich mit jeglicher mit Lenksäule, mit allem Kram. Ja. Also, ja, und wir waren dann die Ersten, die es halt extern ans Laufen gekriegt haben, bis vor 2 Jahren oder so. Also da gibt es nicht viele, doch, da gab es noch schon noch den einen oder anderen, fällt mir gerade ein, aber nicht in der Weise so, dass es so gut läuft. Ganz lange immer halt nur als Frontantrieb in deinem Auto und dann bei Boba halt auch im Allrad. Ja, wir haben es dann zwischendurch ja mal beim 16 Vampir auch probiert. Nur da wollten wir viel zu schnell. Das war halt einfach, wir waren von der Entwicklung noch nicht so weit. Dann ist das da erstmal rausgewandert, damit die überhaupt weiterkommen. Ja, und dann war es ja dann so, dass bei Boba dann die Dockgetriebe dann auch schon auseinandergefallen sind. War dann die Entscheidung, was machen, irgendwas sündhaft Teures kaufen oder nochmal DSG probieren und dann war die Entscheidung da. Und dann. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze ist ja eigentlich ein DQ250 Getriebe, das heißt für wie viel Newtonmeter ist das eigentlich zugelassen? Freigegeben 300 Newtonmeter, glaube ich. Kommt ja hin. Beim Rückwärtsfahren wahrscheinlich. Ja. So, weil wenn du jetzt überlegst, dann gerade bei ihm ist das ja noch krasser als Allrad, da ruppt ja dann wahrscheinlich das Vierfache dran. So, ja, du darfst ja immer nicht vergessen, die 60 Fußzeit ist ja quasi das, was du drauf gibst aufs Getriebe auch, ne? Was du da an Leistung und umsetzt. Wenn du jetzt das heißt, du sagst, ich mache ja auf 2 Rädern das, was er auf 4 macht. Also ist dieselbe Belastung. Verstehe, okay. Das heißt, du fährst unten raus auch schon so viel Leistung, weil die Traktion so gut ist, dass sie belastet. Also ich fahre unten raus auch mit in Santa Pod bei der 8.2 die volle Leistung und dreht nicht durch. Ah. Also, krass. So viel jetzt Traktion. Jetzt verstehe ich auch den größeren Turbolader. Ja, aber das ist das Ding. Das heißt, du stehst dann da wirklich an der Ampel und launchst irgendwie so mit 2,5, 3 Bar und dann geht's los. Ja, vielleicht auch mehr. Vielleicht auch mehr. Die Aussage mit Mario ist auf jeden Fall wieder gut. Weil der ist auch immer eine Sache, muss man euch immer lassen, von der KMS, die Launch klingt einfach am besten. So, ich finde, man hört sie sofort immer raus. Ja, so, man kann es. Auch beim Vierzylinder, die ist so ein bisschen hellhöriger. Ja. So, und die klingt einfach immer wieder. Die feiern wir immer wieder. Das ist schon geil. Aber okay, krass. Hätte ich niemals gedacht, dass man mit einem Frontantriebauto, jetzt für die Zuschauer mal. Das heißt, Thorsten fährt wirklich von der Ampel mit, ich sag jetzt mal einfach 1000 PS los im ersten Gang und gib ihm so ungefähr. Ja. Und es ist dann ja nicht so, dass das Ding einfach nur dreht, sondern da fährt ja schon richtig. Ja, das ist das Ding. Also zweiter Gang, spätestens in Santa Pod hast du voll Traktion. Also heftig. Okay, und jetzt halt bald mit 5 Bar. Mal gucken, was, wo die Reise hingeht. Ne? Wie ist das mit Reifen? Sind das die da draus? Ja, genau. Das sind halt Drag Slicks. Ich hätte die sogar von, zeig mir mal, ich hätte die sogar jetzt aus dem
Bauch heraus hätte ich gedacht, dass da sogar immer größere drauf waren. Nee, das ist 2610, das ist Zoll, ne? 26. Das sind 26er? Genau, das ist 26x10. Okay, dann sehen die gerade nur, weil keine Luft drauf aus dem Flachrohr ist. Ja, was, genau. Ne? Ja, ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, das sind 24,5. Ja, und auf dem kleinen Auto wirken sie nochmal größer. Als ja, ja. Jetzt so. 2610, ja, das ist mir, Marius weiß Bescheid, ne? Ich muss da mal Flex insetzen, um die da reinzukriegen. Ja, das ist schon... So, und hinten wiederum ist halt komplett Eigenbau, um es mal so rum zu sagen. Ne? Ja. Wenn man hier so reinguckt, ja. Reinfilmen kann. Geht das oder spiegelt das? Geht. Sonst musst du durch die Tür. Genau, hier können wir ja. Weil das ist halt wirklich, es ist aber schon noch die eigentliche Karosse, also das ist noch nicht ein kompletter Rahmen. Nee, das nennt sich Dreiviertelchassis. Das heißt, bis B-Säule. Das ist ja das, was Paul machen wollte erst. Mhm. Das Dreiviertelchassis. Du darfst dann quasi bis hinterm Sitz. Mhm. Alles, was hinterm Sitz ist, darfst du verändern, wie du willst. Mhm. Mhm. Ansonsten muss die Bodengruppe, Spritzwand vorne und Dom vorne muss original sein. Mhm. Dann gilt es als Dreiviertelchassis. Krass. Okay, und hier hinten ist eigentlich nur eine Hülle, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und da wird wahrscheinlich hier so Hinterachsen und so wird alles Eigenbau sein, ne? Ja, das ist alles Eigenbau. Ja, so wie ich das hier schon sehe. Ja. Vor allem ist es ja, das sehe ich ja jetzt auch das erste Mal, dass die Achse ist hier komplett angebunden? Ja, genau. Krass. Das heißt, da stecken schon so ein paar Evolutionsstufen hier drin, ne? Ja, also weil jeden Winter geht's weiter, ne? Weil es wird ja jetzt zum Beispiel einen Grund haben, warum die Achse da hinten angelenkt ist und nicht weiter vorne oder anders. Das hat einfach den Grund, dass... ja, dass es so am leichtesten ist. Also es hat mit dem Umlenkpunkt so also gar nichts. Achso, okay, ist wirklich so, weil so am leichtesten war, so aus einem Teil einfach bauen konnte. Ja, genau. Krass. Heftig. Wie viel Gewicht ist da hinten noch drauf? Radlast haben wir mal gewogen. Das sind, glaube ich, 120 Kilo. Mhm. Ist auch so schon echt kritisch auf der Hebebühne. Weil er einfach runterkippt. Ja, oder? Ja, ja. Also du kannst jetzt hier schon. Ja. Oh. Das ist schon immer. Muss man aufpassen, ne? Ja, hast du schon mal Stoppie mit beim Bremsen gemacht? Ja, habe ich schon mal versehentlich gemacht. Deswegen ist auch fragen immer viele, was für eine kleine Bremse, das geht ja nicht und das bremst nicht und so. Das bremst genug, also du kannst tatsächlich dich verbremsen damit, dass der Arsch bei 280 hinten hochkommt. Ja, und das ist schon echt ist eklig dann, ne? Ja, das Gefühl willst du nicht haben. Stoppie bei 280 im Auto. Was man dem Auto aber lassen muss, was ich immer cool finde, es ist halt wirklich alles sehr sauber gebaut, ne? Wenn man sich das so... Gib mir Mühe. Naja, aber auch so Sachen, wie das dann schon alles immer so ein bisschen symmetrisch zueinander abgeschnitten ist und so, ne? Die Schweißnähte, da war es ja auch ganz lange alumäßig vorne mit dabei. Das ist schon cool. Das ist eure eigene Ansaugbucke? Genau, die mache ich hier selber. So. Also wie alles eigentlich. So, und das ist nämlich genau das Coole. Viele von euch werden jetzt diese Brücke hier sehen und werden denken, wie macht denn die hier selber? So, aber das ist tatsächlich ein gepresstes Teil. Genau, das ist man nennt es, glaube ich, Tiefziehform sozusagen, tiefgezogen. Mhm. Ja. Die ist auch bei relativ vielen im 1.8T-Bereich und im 16V-Bereich so noch verbaut, ne? Ja, ja. Mittlerweile schon sehr verbreitet. Ja. Spalt, Thema Spaltsaugrohr, wie ist deine Meinung dazu? Drossel, sag ich mal. Also empfinde ich als Drossel. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Es kommt ja aus dem Rallye-Sport, sind Spaltsaugrohr. Die sind ja limitiert nun mal. Schon mit Turbolader-Eingang und so. Und da, die müssen halt das Beste draus machen aus der Luft, die sie haben. Muss da wird das laufen, wahrscheinlich gut sein. Aber für Max-Leistung bin ich der Meinung, musst du einen maximalen großen Behälter haben, um halt jeden Kanal zu füttern. So versuche ich das auch immer den Leuten zu erklären. Ähnlich wie wenn man einen Schlagschrauber an den Kessel macht mit so einem kleinen Behälter, den man so aus der Hobbygarage zu Hause kennt, drückst du drauf und es macht schon... Ja. So, oder du hast halt Werkstatt, wo du schon kaum den Pinökel in die Wand reingesteckt kriegst, weil da Druck drauf ist. Ne? Genau. Und da drauf drückst, hat man da gleich einen Unterschied. Ne? Thema Spalt, für die, die es jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden, es gibt Ansaugbrücken. Da hat man einmal länglich einen Spalt drin, der quasi den Eingang mit dem eigentlich ein Volumen zum Zylinderkopf teilt, sage ich jetzt mal. Und die ganze Luft muss kontinuierlich durch diesen Spalt, bevor sie dann dahinter einströmen kann. Okay, so. Jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, wir setzen mal an dem Thema Getriebe. Also zum Auto noch irgendwas, was war noch nicht, was aber extrem cool ist, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben? Antriebswellen bin ich relativ stolz drauf, dass es mittlerweile funktioniert, weil ich habe jahrelang, war ich der, der die Antriebswellen killt. Ne? Jetzt
Wissen wir auch warum, so wie du gerade erklärt hast. Wenn du natürlich mit über 3 Bar schon losfährst, was ja andere auch machen, die es auf 4 Räder verteilen, genau, geht hier die Kraft nur auf 2 Räder. Ne? Ja. Okay, und die darf man die Patentlösung sehen? Oder? Ja, ich kann es einmal eingebaut zeigen. Ich habe aber auch noch ein Spare Parts davon, habe ich auch noch. Ist ja Hebebühne, kann man ja runtergucken, ne? Ja. Ist relativ eigensinniges Konzept, funktioniert aber soweit fehlerfrei. Aber es ist halt schon so, dass an dem Auto hier wirklich viel bis alles selber gebaut ist. Also es ist nicht, ja, so, nicht so Internet gucken, was kann man kaufen, sondern schon eher so, nee, wir bauen selber. Ja, mittlerweile bin ich schon so, dass ich gucke, weil man alt wird, was es aber so gibt. Angefangen aber habt ihr alles. Eigentlich, wenn du erstmal im VW-Bereich, Drag Racing ist relativ weltweit nicht so verbreitet mit Parts und so. Aber ja, dann bist du halt recht eingeschränkt. Ja, das stimmt, für Honda und so, da kannst du ja wirklich Stage 1 bis 7 kaufen immer, ne? Richtig. Und geht hier Antriebswellen auch. Hier hört es so bei Stage 0,5 schon auf, ne? Genau. So, hier kann man, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Ah, sehe ich also schon mal ein paar wunderschöne Querlenker, baust du auch gerade. Ja, das ist jetzt das Update für 2021. Marius auch sehen hier. Bin ich gerade dran? Ja, du bist das. Vorher echt noch mit der so, original Querlenker gefahren. So noch drin von den letzten Läufen von letztes Jahr von an. Krass. So, und jetzt einmal schön, ist das hier ein Chromo-Stahl oder normaler Stahl? Ja, genau, das sind 25 Chromo. So, und jetzt Antriebswelle, ah, okay, ja, ja. So ähnlich hatte ich es bei mir in der Limo auch hinten. Das genau. Heißt, ein inneres Gelenk auf beiden Seiten. Richtig. Und dann so ein, ich glaube, musst du von hier mal so ein bisschen reinfinden. Ja, kann man das Ersatzteil holen, dann kann man das, dann begreift das relativ schwer. Ihr seht hier auch ein inneres Gelenk. Und der Vorteil ist, dass Thorsten so hier durch die Radnabe einen Zwischenflansch stecken konnte, der halt richtig massiv ist. Und da wird nur noch dieses Gelenk quasi gegengeschraubt. Ist das komplett offen? Ist da keine Manschette und nichts, oder? Ja, die Manschette wörtelt sich leider immer weg, wenn man zu viel lenkt. Ah, verstehe. Weil die, ich mir gedacht, irgendwann, weil die eigentlich nicht dafür gedacht ist zum Lenken, weil es genau, eigentlich für innen ist. Ne? Genau, da kippt man das Rad eigentlich nicht weg. Richtig, das ist ein 5er V8 M5 Gelenk. Mhm. E34 oder sowas. Mhm. Und ja, das ist einfach nicht dafür gemacht zu lenken eigentlich. Ja, deswegen ist auch, sperrt sich das irgendwann, wenn du einlenkst und rollst. Und du hörst die Murmeln auch da drin klackern. Ja. Also es ist einfach nicht dafür gemacht. Aber wenn du gerade ausfällst, es hält. Also ich habe, das sind immer noch die ersten Gelenke da drin und die, ich glaube, der zweite Satz Wellen. Die ersten waren aus einem anderen Material, aber die sind jetzt, ja. So, jetzt ist allerdings das Coole, selbst die eigentliche Welle wird auch hier gefertigt. Genau. Also ist schon viel Zeug. Aber klar, bei der Bremse, wenn du es nicht so gesagt hättest, würden jetzt alle sagen, ey, so ein Auto und dann so eine Bremse. Auch, ne? Ja, das ist halt. Weil das ist Golf 1. 70 PS. 70 PS, ne? Ja. Also es ist immer die Bremse, wie ich das Auto gekauft habe. Ja. Also, echt? Ja. Geil. Ja, das Alter, ist das ja, halt. Das ist natürlich ein Flansch, ne? Ein bisschen eingefettet. Das ist natürlich. Und der steckt halt da drin. Hier wird ins Radlager hier eingepresst. Mhm. Also normalerweise, und dann hat man die. Normalerweise sieht es optisch andersrum aus, dass man hier die Narbe hat. Und dann ist hier mit einer Innenverzahnung. Ja, okay, jetzt krasser, hat er durch. Hier, eine Mutter, hier die Mutter drauf. Hat in dem Fall, das heißt, vorher hast du bei den Antriebswellen immer das Außengelenk an der Verzahnung abgerissen. Das ist meistens immer weggerissen. Sowohl als auch. Also ich habe auch die Radnarbe abgerissen, die Welle, also eigentlich alles. Was bei dem Prinzip natürlich cool ist, dass man hat nämlich immer eine Engstelle, das ist logischerweise da, wo das Radlager ist, muss genau. Ja irgendwie die Welle reingesteckt werden, weil es muss ja irgendwie zusammengebaut werden. Das ist aber fest zusammengesteckt hier. Ja, die Verzahnung ist gut. Nee, das wollte ich schon sagen. Liegt die so ab wie das? Ne? So, und jetzt hat er einfach einen Trick genutzt. Der eigentliche Bereich in dem Lager ist Vollmaterial. Dann steckt man das Ganze durch und dahinter steckt man dann quasi erst die Radnabe drauf. Das heißt, man hat das Ganze ein bisschen nach außen gelagert. Aber die geht saftig drauf, die Verzahnung da, ne? Also draufgehen tut es ja ganz einfach, aber runtergehen ist schon. Fühlt sich gut an. Das ist auch alles hier gefertigt? Ja, das kommt alles frei. Aber das ist ja wirklich schon, das ist ja so feinfühlig.
krass. Okay. Ja, normalerweise hast du halt das Radlager, die normale Narbe da drin und dann. Ne? Ist da halt so wenig Fleisch drauf, ja. Ne? Das ist einfach. Und wenn das passiert, ist halt echt gefährlich, weil dann hat die ganze Bremse und alles hat alles keine Führung mehr. Also das Rad klappt dir komplett weg. Stimmt, ja, weil es gar nicht mehr zusammengezogen ist, ne? Ja. Ja, Ölwanne wurde auch ein bisschen vergrößert. Ja. Für ein bisschen mehr Volumen. So, Trockensumpf und so war noch gar kein Thema, braucht man bei dem Motor nicht, ne? Nein. Also ich habe auch nie irgendwie Öldruckprobleme gehabt bis jetzt. Mhm. Und da ist es auch eigentlich eher, finde ich, anfällig. Also es gibt keine schönen Lösungen, irgendwie, die zu kaufen sind oder so. Und da jetzt irgendwie mit Trockensumpf die Pumpe da irgendwie hin und wandeln, das ist also mega aufwendig, ne? Außerdem musst du da ja wieder eine Pumpe selber bauen. Ja, Pumpe würde ich jetzt vielleicht mal nicht selber bauen, aber die Wanne und so Kram und Halterungen und so, das müsste man ja sowieso schon selber bauen. Da geht's ja wieder los, ne? Wenn jemand theoretisch dieses Set gerne auch so fahren würde und kaufen würde, bietest du sowas auch käuflich an oder eigentlich nur für das Auto? Da muss man dann mit viel Geld winken. Aber, aber grundsätzlich könnte man drüber reden, ja. Okay. Boah, weiß, vielleicht guckt gerade einer aus Brasilien zu, der auch irgendwie so. So, jetzt haben wir hier aufgebaut das besagte DQ250-Getriebe. Genau. Weil irgendwie müsst ihr das Ganze ja erstmal überhaupt zum Laufen bekommen haben. Ja, genau, so fing es an. Ohne jetzt zu viel zu verraten, normalerweise ist hier, ich sag jetzt mal, eine Steuerung drin. Mhm. Das ist komplett alles rausgeflogen? Nee, die ist noch drin. Also, ja, doch. Das ursprüngliche Steuergerät, was da drin sitzt, ist rausgeflogen. Das ist raus. Und da ist von euch theoretisch ein eigenes Steuergerät reingekommen. Genau so. Wie ist man damals auf diese Idee überhaupt erst gekommen? Habt ihr euch wirklich so ein Deko 250 genommen und überlegt, Schaltpläne angeguckt, was können wir jetzt machen, dass das wie ein manuelles Getriebe schaltet? Oder wie waren da so die ersten? Ja, die ersten Ansätze waren natürlich die Überlegung, wie das umzuprogrammieren oder irgendwie das umzumodeln. Aber du kommst softwaretechnisch diese Ursoftware, die von VW da drauf ist, an der kommst du nicht vorbei. Mhm. Also gewisse Parameter, gewisse Notlaufeigenschaften kriegst du nicht raus. Und ja, dann war klar, das geht nicht. Mhm. Weil du willst es ja wirklich, auf Deutsch gesagt, vergewaltigen. Was war eure erste, euer erster, warum sollte es überhaupt ein DSG-Getriebe sein? Ich bin davor in dem Auto einen 02A-Getriebe gefahren. Ja, jeder, der nur 2A-Getriebe fährt, weiß, wovon ich rede, dass es hakelig ist. Mhm. Und ja. Das ist das Getriebe, wie Marius und ich in den Golf drin haben. Ja. Also damals waren auch noch dann so Sachen wie 02M-Getriebe und so, waren auch alles irgendwie unbezahlbar. Mhm. Und ja, dann wollte man aber nicht, da ging es schon wieder los mit, du willst nicht das fahren, was alle fahren. Ja. Also, und dann. 02M wäre dann theoretisch ein 6-Gang-Getriebe von den Nachfolgermodellen gewesen, genau. Golf 4 und so weiter. Genau. Und dann aber wahrscheinlich wolltet ihr auch ein DSG einbauen wegen Performance am Ende, damit es auch schneller ist, weil DSG ja bekanntlich so gut schaltet und so weiter. Ja, und dann hatte ich auch immer schon die Überlegung, du willst ja eigentlich, hatte ich immer das Problem, den Schaltpunkt zu treffen und so. Mhm. Und du willst, und dann merkst du ganz schnell, irgendwie willst du ja diese, ja, die Fehlerquelle Mensch ist einfach in dem Auto verkehrt, ist halt einfach da. Und die willst du halt ausschließen. Und dann fängst du an, irgendwie denkst du automatisieren. Und dann kommst du eigentlich ganz schnell auf diese Geschichte. Das heißt, dass man beim eigentlichen Lauf sich gar nicht mehr so aufs Fahren konzentriert, also im Sinne Fahren, Schalten, sondern mehr Fahren im Sinne von überhaupt erstmal geradeaus zu fahren und halt das Auto eher zu optimieren und nicht erstmal immer an dir selber zu arbeiten. Richtig. Sieht man ja auch ganz oft, eigentlich fast alle schnellen Autos am Ende sind ja alles irgendwelche Automatics, irgendwie so Powerglides und so weiter. Richtig, richtig. Okay, das heißt, als ihr damit angefangen habt, wolltet ihr das Ganze automatisiert oder manuell fahren? Ja, Traum war natürlich Automatik, aber manuell war erstmal das, was schon schwer genug war. Ne? Mhm. Also, weil erzähl du ruhig. Bis das Auto das erste Mal überhaupt hier gefahren ist, aus der Halle raus, sind 2 Jahre vergangen. Ne? Also es sind 2 Jahre Entwicklung reingegangen, bevor hier irgendwas damit gefahren ist. Aber was genau ist denn manuell beim Schaltgetriebe, beim Automatikgetriebe? Es gab die Version, dass das Ding einfach D oder S und das Ding fährt einfach von Launch bis Ziel. Oder man tatsächlich Variante 1 die Gänge halt selber hochschaltet und wieder selber runterschaltet. Also er schaltet nicht automatisch. Und dann gab es aber auch noch die zweite Version, dass ihr selber kuppelt.
Zumindest beim Losfahren, oder? Ja, das ist ja auch immer noch so. Das ist bis heute so? Ja, ja, das ist immer noch so. Ah, das heißt Automatikgetriebe, aber mit einem Pedal drin, wo du die Kupplung betätigst zum Losfahren. Krass. So. Ja. Und das Ganze, wann habt ihr mit DSG angefangen? 2000, was habe ich vorhin gesagt? 2012? Ja, würde ich mal 9 Jahre. 2012. Vor 9 Jahren, ne? Waren das ja noch relativ aktuelle Getriebe so. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, alles, was hier hinter ist, ist theoretisch mittlerweile von euch ein eigenes Steuergerät hinter. Genau. Und dieses Steuergerät sagt dem Getriebe, was es machen soll und wird gefüttert von der KMS. Nein, das hat gar nichts zu tun. Das heißt, komplett kriegt noch nicht mal irgendwie... Nein, es kriegt keine Zündunterbrechung, wie du es kennst auch. Ja, ja. Das ist quasi blind. Also ist quasi. Und wodurch weiß es dann zum Beispiel, wann es schalten soll? Ach so, ja, das ist im Automatikmodus und das weiß er über die Drehzahl. Mhm. Okay, aber die Drehzahl... Also Getriebeeingangs. Genau, die nimmt er sich dann auch selber einfach ab, die Drehzahl. Ja, genau. Okay, krass. Und ich muss dann vor dem Lauf einstellen, bei welcher Eingangsdrehzahl er schalten soll. Mhm. Das ist dann relativ schwierig, das zu abzuschätzen, wie gut die Strecke ist. So musst du es programmieren. Aha. Ob du es jetzt länger durchdrehen lässt oder früher schaltest, wenn du zu früh schaltest, bockt er ab und zu lange drehen lässt, dann hängst du im Begrenzer und so. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das heißt, die ist wirklich so doof gemacht, dass du dir jetzt wirklich alles beibringen musst. So. Ja, die ist wirklich dumm, auf Deutsch gesagt. Aber am meisten feiere ich ja wirklich, dass ihr ein Kupplungspedal habt. Das heißt, das ist dann ein elektrisches Kupplungspedal, wie ein Gaspedal, oder wie? Ja, richtig. Ja, das ist tatsächlich ein Gaspedal, was wir als Kupplungspedal benutzen. Eigentlich schon wieder witzig, ne? Mhm. Aber Doppelkupplungsgetriebe, das heißt, das brauchst du wirklich nur zum Losfahren. Ja, und auf der Rückführung nehme so ich das und zum so, damit es nicht so reinknallt. Ja, ja. Weil sonst nimmt er schon den vollen Kupplungsdruck und knallt die Gänge einfach nur rein. Knallt dir gnadenlos den Gang da rein. Also, das heißt, auch das ist so lahmgelegt, dass der immer vollen Druck macht und gib ihm. Ja. Sonst kannst du aber die Leistung mit einem einigermaßen originalen Getriebe fahren, ohne dass da auch haufenweise Spezialteile von euch drin sind. Also das halten die schon aus? Ja. Krass. Also ich bin bis vor 2 Jahren komplett Seriengetriebe gefahren. Auch Kupplung, alles komplett? Ja. Kupplung ist auch immer noch Serie. Und das also ist 3-Bar-Lounge. Ja. René guckt schon. Da hättest du mal ein DSG eingebaut. Ja, die können schon echt viel, ne? Das ist unnormal. Also. Das ist schon. Hätte keiner gedacht. Also wenn du die Zähne da drin siehst und so, denkst du immer noch, das geht nicht. Mhm. Also es ist so von, wenn du ein Original nur 2A-Getriebe aufmachst, so breit und so schmal sind die Zähne da drin. Was denkst du, woran liegt es, dass es so gut hält? Weil du keinen Schlag auf den Zähnen hast. Mhm. Das lehnt sich ja vorher an, du hast den Gang vorgelegt, das lehnt sich schon an, das hat die Drehrichtung schon alles und gibt dann einfach. Das heißt, bei den normalen Schaltgetrieben ist es meistens gar nicht sogar unbedingt eine Überlast, die es kaputt macht, sondern eher irgendwie eine Fehlbedienung, Schläge, Bodenwellen und so weiter. Gehe ich von aus. Ich weiß es nicht, bin da kein Experte, aber ich gehe davon aus. Ich brauche auf DSG. Aber dann willst du auch ein Pedal haben, ne? Zum Kuppeln. Okay, krass. Aber dann zum Hoch- und Runterschalten, theoretisch brauchst du nicht mehr kuppeln, kannst schon. Genau. Das heißt aber, ist immerhin eine Sperre drin, falls du am Hebel falsch ziehst. Gibt es die oder kannst du theoretisch auch runterschalten und der knallt einen Gang rein? Ja, wir haben eine Sicherheit eingebaut. Ab 6000 kannst du, wenn du über 6000 Drehzahl, kannst du halt nicht mehr runterschalten. Okay. Aber. Immerhin etwas. Ja. Aber wäre auf jeden Fall was, wo man nicht so einfach den Laien reinsetzen kann und kann sagen, fahr mal. So. Nee, ist schwierig für den Laien vom Kopf her. Wir haben das letztes Jahr, meine Freundin ist letztes Jahr in Zerbst auf dem Platz ein bisschen gefahren. Ist schon viel schwierig vom Kopf her, das zu kapieren, wie das jetzt funktioniert. Ja. Krass. Aber feiere ich. Und Automatikmodus dann? Ja, ich mache den Burnout. Also den Burnout und so mache ich dann noch im dritten oder vierten Gang und dann schaltest du runter, fährst dann die Linie ran, machst dann die Automatik an und dann lässt du Kupplung kommen und der macht dann bis hinten hin alles selber. Mhm. Krass. Das heißt, da ist dann immer, wenn er Drehzahl X erreicht hat, schaltet er auch. Ja, genau. Ist aber passend zur Rückengeschwindigkeit wahrscheinlich auch mit hinterlegt, ne? Wobei ist eigentlich egal, weil wenn es durchdreht, dreht er auch mit. Nee, Geschwindigkeit ist nicht hinterlegt. Mhm. Ist nur Getriebeeingangsdrehzahl, ne? Also das heißt, kann es passieren, dass er zu früh hochschaltet, weil das Auto noch durchdreht in der Umgebung? Ja. Mhm. Das ist wie gesagt das, was Gripverhältnisse, was das Schwierige macht. Ne? Das heißt, du fährst immer auf Automatik oder manuell? Automatik. Mhm. Weil manuell triffst du nicht. Also wirklich. Du schaltest ja, ich habe ja zum Beispiel, du fährst im 6. Gang durchs Ziel. Ja, krass. Also die Taktung ist ja wirklich tak, eng, tak, 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 so musst du ja drücken. Schaffst also, du nicht so schnell wie nein, der automatisch. Das begreifst du nicht. Und wenn du dann noch ein bisschen Streckenverhältnisse sich ändern und du ein bisschen Kirmesboxen da in dem Auto, dann
Nee. Das heißt, ihr habt aber wirklich selber sowohl hardwaremäßig eine Platine, ein Steuergerät und so weiter, plus die Software dazu auch selber von euch. Also ich nicht, mein Vater ist da so fit drin. Das, echt? Ja. Krass. Das ist das, das ist mein Ass im Ärmel. Hat der zufälligerweise Deku 250 VW entwickelt? Nein. Okay, und das hier ist jetzt, das waren so die ersten Versuche als Prüfstand, oder? Nö, das ist der erste Prüfstand und immer noch der, ja, der es macht. Sagen wir so. Das heißt, da fahrt ihr einfach die eigentliche Software raus? Ja, genau, wir haben am Anfang die Software damit rausgefahren. Ja, wir hatten am Anfang auch so lustige Sachen wie beide Kupplungen gleichzeitig und so und das knallte einmal laut und so. Also so. Was du halt falsch machst, ne? Was man halt mal immer so kaputt macht. Ja, genau. Ja, und mittlerweile benutzen wir das für Testen, für Software-Updates, was so funktioniert und für generell Funktionstests, wenn du das Getriebe über den Winter mal aufgemacht hast und revidiert hast oder was auch immer. Und gucken dann hier, ob es funktioniert, kannst du dann extern ausprobieren, als wenn du es erst ins Auto steckst. Das Ding wiegt halt 94 Kilo, das steckst du einfach nicht so ins Auto. Mhm. Ist eine Höllenarbeit. Müsstest du wieder raus, rein, hin und her und du kannst halt vorher hier prüfen und dann bist du halt safe, dass das Ding läuft. Musst wahrscheinlich auch ganz den Motor für rausnehmen, oder? Oder kriegst du das so angeflanscht? Ich krieg das so. Also ich hab sogar eine Vorrichtung gebaut, dass ich es auf der Strecke rauskriegen würde. Ich überlege gerade, eigentlich wäre das auch eine coole Version für ein Rundstreckenauto, ne? So in dumm so ein DSG-Getriebe. Wenn es wirklich nur das macht, was es machen soll, heißt, schaltet nicht hoch und nicht runter. Ja. So, du kannst aber beide Hände mal Lenkrad lassen. Genau. Mhm. Stell ich mir eigentlich für ein Rundstreckenauto auch ganz cool vor. Mhm. Okay. Wahrscheinlich thermisch müsste man gucken, wie man es runtergekühlt kriegt, weil irgendwann wird es doch schon ziemlich warm. Mhm. Je nachdem, was für einen Kupplungsdruck man fährt. Aber sonst. Das heißt, du hast bei dir diesen Wärmetauscher, diesen Ölkühler oben auch noch drauf? Fährst der ist mit? Drauf, aber ist nicht angeschlossen. Ah, ist nicht angeschlossen, okay, krass. Weil es auf den 400 Metern gar nicht so warm wird. Ja. Also, das ist ja einerseits, kühlst du das Getriebe und im ersten Moment wärmst du es aber erst. Und nachher ist es ja umgekehrt. Wenn das Getriebe zu heiß ist, dann heizst du den Motor auf. Also das ist so ein bisschen tricky. Ja. Okay, das heißt, wir können das Ding mal anreißen? Ja. Können wir einmal hier. Das ist der legendäre Koffer. Der wurde ja schon einige Male im Internet. Da gab es mal so einen Vergleich. Makita-Koffer. Da hier. Das kann ich gut sehen, ja. Deswegen, kaum zu glauben, aber dieses Teil wurde wirklich hier vollständig hergestellt. Kann man eigentlich so sagen, ne? Genau. Aus, wenn du so willst, Schrott.